Herzlich willkommen zu einem Media for One Let's Play der etwas anderen Art. Diesmal nicht nur mit anderem Mikrofon, wie ihr es gewünscht habt, sondern auch auf einer anderen Plattform, nämlich dem PC. Und wir haben uns mal den frühen Zugang für DayZ geschnappt und wollten für euch einfach mal eine Runde anspielen. Jo, und dann, wer ist dabei? Ich, der Ole und der Richard, das übliche Team. Und ja, wir suchen uns noch einen Server schnell aus und dann geht's auch gleich los. So, irgendwas Deutsches, sieht auch nett aus. Gut, nehmen wir uns mal einen, wo nicht so viele Leute drauf sind. Ich will den gleich am Anfang weggesniped werden. Ja, diese Fun-Server sind immer ein bisschen komisch. Also wenn da so viele drauf sind, die sich ja wirklich bloß die Kante geben. Probieren wir es mal aus. Jo. Leider leidet die Alpha ja noch unter ein paar Verbindungsproblemen. Das heißt, als ich es jetzt mal eine halbe Stunde angezockt hatte, ich wurde dauernd getrennt. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Ja, sieht gut aus von der Verbindung her, aber auch von der Grafik her. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, ich kenne ja DayZ, also die Mod vom PC, also die Armor-Mod. Da sah das noch nicht so hübsch aus wie hier. Und ja, das ist gleich das Erste, was mir aufgefallen ist. Also von Farben her und so, das haben sie echt alles nochmal verbessert. Ein Ticken. Auch die Animationen, also ja, die sehen schon recht realistisch schick aus. So, ja. Vogel. Kann man den vom Himmel holen? Also wenn ich eine Waffe hätte. Habe ich vorher eine Waffe? Nur moderne Waffen oder gibt es ja auch einen Bogen und so? Ein Bogen ist eine gute Frage. Also jetzt, das finde ich geil. Wo ich es kurz angezockt habe nur, also wir haben eine Taschenlampe und Batterien. Mhm. Ja, als ich es kurz angezockt habe, da habe ich bisher auch nicht meine Waffe gefunden. Plus ja. Munition. Mal sehen, ob es heute anders läuft. Ich sehe zurzeit noch keinen Zombie. Das ist aber auch gut so, weil die sind echt nervig. Ein Spiel mit Zombies, wo die Zombies nervig sind, ja. Ist da hinten einer? Oh, guck mal, du hast wie so ein Schein um dich rum, siehst du es? Ach so, ja, genau. Oh ja. Halleluja. So, da können wir jetzt mal lossprinten und gleich in das Dorf dort vorne gehen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, gibt's das. Ne, das gibt's was für einen PC, ne? Die Standalone? Ja, also. Der Entwickler oder die Entwickler meinten, ja, wir können es uns gut für die Konsolen vorstellen, aber bisher haben sie da anscheinend noch keinen Finger gerührt, da irgendwas zu machen. Aber ist logisch, ist ja bis jetzt auch bloß die Alpha für den PC. Ne, die sollen es hier erstmal noch ausweiten und verbessern, so. Ja. Updates bringen, Patches. Genau. Dass das dann auch gleich noch geiler wird. Wir wissen jetzt noch nicht mal genau, welche Sachen alles fehlen. Also ich weiß zumindest, dass man viele Sachen, die in der Mod noch zu craften gingen, das geht jetzt hier nicht. Mhm. Noch nicht. Noch nicht, ja. Es soll ja später sogar möglich sein, sich Rucksäcke machen zu können und alles Mögliche. Ja, wieder diese kleinen Feldlager hier, wo man Gegenstände reinpacken kann. Ja, genau. Zelte oder richtig große Basen. So, mal schauen, ob in dieser Lagerhalle was drin ist. Machen wir erstmal Tür zu. Häuslich einrichten. Schauen. Verdammt. Naja, hier. Da kannst du hier mal die Treppe hoch. Ja, ich will bloß sicherheitshalber. Achso, ja. So. Genau. Oder oben ist ein Feuerlöscher. Ja, was kann man damit machen, weißt du das? Kann man sich daraus ein Jetpack craften oder so? Das wäre nice. Warte, kann ich eine Tür aufmachen? Nee, achso, das war hier unten, okay. Ja. Ah, ich kann durch den Fußboden durch, die Tür dort unten. Oh. Toll. Oh. Lass mal schön die Zombies rein. Ja. So, neben dem Feuerlöscher liegt sogar... Ist das ein Rucksack? Das wäre nice. Oh, was ist das? Es ist ein Rucksack! Geil. Ein violetter zwar, aber... Naja, wir können damit zufrieden sein. So, 25 Plätze, das sieht ist aus. Gut. So ein kleines Schulmädchen. Wir haben immer Durst. Ach, scheiß drauf, wir haben einen Rucksack, können wir auch einen Feuerlöscher mitnehmen. Nice. Ist jetzt die Frage, was können wir damit... Man kann bestimmt prügeln. Können wir damit zuschlagen? Ja. Geil, okay. Na, hoffentlich ist dann der Angriff auch stärker. Wie ein kleines Kind, das ist jetzt vorsichtig. Haben wir hier drin noch was? Kannst du das auch als Fernkampfwaffe benutzen? Also so dich einnebeln oder so?
Ich weiß nicht. Oder ja, so schmeißen und dann raufschießen. Also ja, raufschießen jetzt bestimmt. Zielen ist ja jetzt hier dieses Ranzoom, also. Hm. Ja. Das bringt jetzt auch nichts, ihn so dumm anzugucken. Hm? Aber wir haben schon mal einen Rucksack. Sehen, was auf dem Etikett steht. Ne? Ja. Ist das Verfallsdatum schon abgelaufen? Kann man die Kamera eigentlich nach vorne stellen? Nach vorne wie? Also, dass man das Gesicht sieht? Ja, klar, das geht. Ich weiß bloß nicht wie. Ja, ja wir müssen sagen, wir spielen mit Controller, weil mit Maus und Tastatur kam Richard nicht klar. Also ich werde dann wahrscheinlich im nächsten Let's Play, im nächsten Part, falls wir noch einen machen. Aber das werden wir bestimmt machen, weil ja jetzt laufen neue Patches kommen und Updates. Na gut, ich spiele ja nicht nur mit Controller, ich spiele mit einer Mischung aus Controller und Tastatur zum Beispiel. Das ist ein cooler Mix. Ist auf dem Controller zumindest nicht machbar und auch zuschlagen, was ich nicht verstehe. Mhm. Zumindest RT, da macht er hier nichts. Ja, also DayZ ist sehr komplex, Armor, also ist ja genau der Ableger halt. Und ja, also ist echt total komplex. Die Option, das Optionsmenü und das Inventar und alles. Der Feuerlöscher hat keinen Schatten. Aber es sieht schick aus, also es ist detailliert, das Teil, finde ich. Also es sieht ein bisschen aus wie so eine Mini-Puppe. So eine, aber. Ja, das ist Puppe, was? So. Ah, da drüben ist noch eine Lagerhalle, können wir auch nochmal rein. Oh, hier können wir auch noch direkt in das Gebäude rein. So. Okay, ja, mal wieder. Ja, drück mal für mich V. Hopp. Sehr elegant, diese so, Stufe da hoch. Oh, hier. Oh, was ist das? Achso, ich dachte, das wäre Essen. Eine Lampe? Eine Lampe, eine Gaslampe. Schön. Noch eine. Nicht brauchen wir für die nicht noch Gas, ne? Ja, so. Doch, ich glaube, das ist sogar so. Ne, hier waren wir? Ach nee, hier waren wir noch nicht. Was Neues? So, gucken wir erstmal den ganzen Boden hier ab. Wieder Eck. Oh, Scheiße. Geh die Leiter lieber hoch. Wir können uns ja von oben erstmal einen Überblick verschaffen. Oh, shit. Fuck! Ich glaube aber. Ne, Zombies können ja nicht Leitern. Sicher? Hochklettern, ja. Oh fuck. Kann ich jetzt da rüberlaufen? Weiß ich nicht. Also hier ist jetzt sogar extra dieser kleine Button, dass ich da runter kann. Warte mal. Nein, nicht V, nein. Ach so, scheiße. Oh Gott. Oh. Ja, okay, für die Pros ist das Video jetzt hier nicht. Das ist vielleicht erstmal bloß für die paar, die sich einen ersten Einblick in DayZ verschaffen wollen, die vielleicht so wie wir noch keine Erfahrung haben und sehen wollen, wie sie selbst dabei dann ablosen werden. Aber wir leben noch und... Oh shit, der Zombie lässt echt nicht locker. Aber ich glaube, du kannst dir die Scheibe einschlagen, um wenigstens nach draußen zu kommen. Muss mal gucken, nimm mal den Feuerlöscher raus. Der war auf der 1, ja genau. Bumm. Und knock. Ja, okay. Scheiben einsch... Ja. Ach nee, weil das ist, weil hier solche Gitterteile da drin sind. Sonst geht das? Naja, wenn es eine Scheibe ist, also das sind ja jetzt solche kleinen Scheiben. Ah, hier haben wir sogar noch. Ja, oh shit! Scheiße! Das heißt, wenn wir hier runterkommen können, kann der auch da hochkommen. Oh, und wir haben noch einen Feuerlöscher. Hier genau solche Scheiben. Du musst halt Lärm vermeiden, aber na gut, das bringt jetzt sowieso nichts, die Scheibe einzuschlagen. Nee, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir. Muss aufpassen, ey. Krabbeln wir die Treppen. Ich glaube, der kommt. Was ist das? Ist das einfach so, ne? Das ist ein leichter Knock hier, so. Bim. Muss mal gucken, ob der hier schon... Oh, fuck. Geh da durch, schnell. Oh, fuck. Mal gucken, ob hier was drin ist. Muss sich leise verhalten. Ja. Der kratzt sich damit erstmal hier. Ja, ein bisschen dran rumknabbern. Ja. Metall. Alter. Ach sorry, und in der Nacht, noch. Alter. Wenn du da kein Nachtsichtgerät hast, ich weiß nicht, wie das hier ausfällt, die Dunkelheit. Aber bei DayZ, Alter. Also bei der Mod. Bei der Mod, genau. Da siehst du echt gar nichts. Ich nehme schon mal lieber die Maus bereit, damit ich falls ich zuschlagen muss. Alter. Scheiße. Jetzt könntest du rennen. Könntest du da rausrennen? Ja, ich hänge bloß an der Treppe. Alter, mach was! Oh shit! Mach was! Stirb was! Mach was! Ja, solange der Zombie auch nichts macht, ist alles okay. Der buggt rum, Alter. Der klebt in der Treppe fest. Nice! Kannst du den jetzt looten? Was hat er denn bei sich? Gar nichts. Scheiße.
Oder was ist das? Ne, das sind deine Lampen. Achso, das sind die Lampen, ja, lieber. Aber warte mal, du kannst. Soll ich mir noch eine Taschenlampe in die Hand nehmen? Oder? Achso, stimmt, du hast. Weiß ich nicht. Ne, brauchst du ja, nicht. Der Tag. Wir haben Durst. Stimmt, ja, wir haben das ja schon mal ausgetestet, bevor wir das Let's Play jetzt hier aufgenommen haben. Und aus Pfützen kann man trinken, also. Ja, gestern ging es bei mir allerdings noch nicht. Naja, also wahrscheinlich ist das schon das erste Update. Ne? Oder ich war zu dumm dafür. Oder die Schrift kam einfach nicht. Vielleicht war es auch ein kleiner Bug. Hier oben liegt was. Ja. Kannst du mal... Ja. Das auch? Ne, okay. Warte, dann nehmen wir die Rampe. Da, das meine ich. Also ich weiß nicht, ob es ist. Ja, es ach so, ja. Da können wir aber auch von hier, glaube ich. Ja. Ist das Handschuh oder so? Ja. Geil. Oh krass, hast du gleich an, brauchst du gar nicht. Ach so, okay, ich wollte jetzt schon Inventartaste suchen. Ne, also ich glaube, Klamotten zieht er sich gleich an. Können wir hier, hier noch liegt rein? Noch was? Ach ne, doch nicht. Ne. So, da waren wir gerade, okay. Ja. So, können wir auch in den kleinen Schuppen gehen. Ja, was kann man in DayZ machen? Eigentlich alles. Also es ist nicht vorgeschrieben, was man als nächstes machen muss. Es gibt keine Quests oder so. Noch nicht. Der einzige Auftrag oder die einzige Aufgabe ist halt das Überleben, so lange wie möglich. Ich dachte, da liegt ein Joint. Erstmal einen ziehen hier, einen durchziehen. Ja. So, du solltest mal was trinken, da weist dich ja dauernd darauf hin, dass du thirsty bist. Ja, da müssen wir was drauf achten, wenn der really davor steht, also wenn er sehr durstig ist, dann müssen wir was trinken. Okay. Vorher interessiert mich das erstmal ein Scheiß. Okay. Also, wir brauchen erstmal Wasser, das... So... Ja, wir trauen jetzt hier keine 3 Meter zu rennen. Ja. Oh, da liegt noch schon wieder ein Feuerlöscher. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, dass sich die Gegenstände abnutzen. Ja. Das ist, wenn du... Leuchten die dann rot auf oder schmeißt du die dann irgendwann weg einfach? Nee, du kannst hier, wenn du hier drauf guckst, oder... Ja, siehst du, der ist schon Damage. Beschädigt. Okay, dann nimm dir mal den neuen lieber mit. Ja, der ist bestimmt auch beschädigt. Ach so, okay. Also ich glaube, das ist schwer. Ja, nimm ihn ja einfach mit, schmeiß ihn mal weg. Dann mit dem neuen mit. Warte, okay. Okay, das habe ich doch gestern gelernt. Oh Gott, muss man da immer ins Inventar? Ja, ich glaube schon. Das musst du jetzt, glaube ich, in die Umgebung ziehen. Nee. Ach nee, erstmal muss das, glaube ich, von der Hand weg. Oh Gott. Okay. Sehr professional hier. ach, warte, nehmen wir einfach mal den Kugelschreiber in die Hand. Was kann man damit machen, weil... Oh. So, jetzt hat er das nämlich weggepackt und jetzt können wir das in die Umgebung so, jetzt packen, jetzt hat er es weggeschmissen. Jo, na mach. So, jetzt liegt er da. Schön. So, und jetzt den... Und den neuen nehmen wir jetzt hier mit auf. Undamaged Feuerlöscher hier, ne? Gucken wir mal nach. Badly? Oh ne, Alter. Genius. Na, hau ihn weg. Ach, scheiß auf. Ja, nehmen wir jetzt den. Feuerlöscher, ey. Wir finden schon noch eine Knecke. Keine gute Waffe. Ja, seid ihr da mal nicht so sicher, Alter. Also... Wir finden zumindest was Besseres als ein okay, Feuerlöscher. Okay, na gut, stimmt. Auch wenn es ein Stück Holz ist. Wie so eine oder Mistgabel so. Oder so, Alter. Ja. So. Soll ich hier mal reingucken? Ja, die Türen sind so matschig texturiert, da kannst du glaube ich nicht rein. Okay. Da hoch noch? Ja, weiß ich nicht. Oder dahinter zumindest in das Häuschen. Ja, genau. Wir können ja hier einfach mal hier diese... Was ist denn das hier eigentlich? Fabrikgelände, irgendwas? Oh, das sieht schon ein bisschen geil, okay. Für die Nacht, gehen wir in die Third-Person-Sicht. Mal sehen, ob der das dann auch gleich alles anhat. Na komm. Ja. Cool. So eine Hipster-Brille, scheiße, Hipster-Mütze. Sieht aber geil aus, die Handschuhe. Sieht man aus, oh ja. Cool. Lila Rucksack. Naja, ist auch nicht. Also, scheiß drauf, besser als gar nichts. Ja. Gut, wenn besser ist gar nichts. Ich würde mir, glaube ich, aus den Gardinen würde ich mir die ganzen Arme verbinden, damit die scheiß Teile mich nicht beißen können. Ja, auf jeden hier, also einfach mal das Regal auseinandernehmen und dann... Ja, oder Rüstung hier und Iron Man Anzug aus Holz genau. bauen. Oder den Stuhl zerlegen und dann hier irgendwas Spitzes nehmen, damit man halt... Hier ist unterm Tisch? Ja, nein. Hier vor Zombies verstecken. Oh, was ist da hinten? Liegt da was? In der Ecke? Das kann sein. Oh, nein, das ist Gras. Shit. Okay. Auch nicht das gute Gras. Na, hier zum Beispiel sowas, ne? Kannst du abbrechen so in beide Hände. So, zack, zack! Kannst du. Na gut, aber das Haus ist ja noch nicht fertig. Wenn wir ans Telefon gehen oder auf Klo. Wollen wir hier rein? Ne. Fuck! Frauentoilette mit Mützen. Oh, hier.
Oh, da liegt auch was. Ach, ein Buch. Manga? Magna? Magna Carta. Ah, okay. Nehmen wir mit. Können wir das lesen? Nehmen wir alles mit. Ja, wir können ja mal probieren, das jetzt. Wo haben wir es hier? In die Hand. 10 Ratschläge, wie man sich am besten gegen Zombies schützen kann. So, ziehen wir das mal hinunter. Nehmen das Buch in die Hand. Ja, wir können es lesen. Ist das geil. Next Page kann man sogar, Alter. Alter, scheiße. Shit. Ja, also für die, die es lesen wollen. Ja, alter Schwede, da haben die sich echt Mühe gegeben. Okay, und ich dachte schon, in Oblivion und so, die machen sich viel Arbeit auf mit den ganzen Alter. Büchern. Aber gut, ah, das waren ja nur 2 Seiten oder so, könnte man ja... Ja, 10 Runs schon. Ach so, okay. Aber, na gut, das ist jetzt wahrscheinlich auch bloß einfach kopiert und eingefügt. Ja, aber es ist ja trotzdem... Buch ist Buch, ja. Wenn es davon noch mehr gibt. Ja. So, aber jetzt sollten wir echt mal... Ein bisschen instinktiver hier rumsuchen, so. Gezielter, meine ich. Rumsuchen. Ja, können wir mal schnell die Treppe hochgehen? Ja. Kann man nicht. Nein. Shit. Ja, oben liegt jetzt bestimmt ein übster Goldschatz, auf jeden. Knecken und oh. So, da hinten geht eine kleine Stadt los. Warte, so, jetzt hier ist ein kleiner Sumpf, oder? Also ein bisschen Wasser zumindest, können wir schon mal trinken. Oder gehen wir zum Meer, ne? Ein bisschen Salzwasser. Achso, hast schon was? So, Wasser. Schön. Guck mal, sind wir noch durstig? Ist durstig, ja. Dann saufen wir einfach mal leer deinen Pool hier. Warte mal, können wir uns ja gleich mal reinlegen. Und nicht vor sich hin schlürfen. So einen Bart nehmen. So, guck mal. Immer noch, sag mal, jung. Du hast doch noch gar nichts gemacht heute. Schlürft das leer Wasser, das Ding. Ist alle. Ich kann kein Wasser mehr jetzt. Bam, 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 bam. So. Zack. Okay, jetzt haben wir es weg. Richard ist ertrunken, ne? Aber wir können tauchen. Ja. In 10 cm tiefem Wasser. Ja. Jo. Na, dann gehen wir mal dahinter in die Kleinstadt. Was hier? Ja, na, das sind ja. Na gut, ein Dorf ist das ja. Ja, na, das schaffen wir noch. Ist das eigentlich eine Map? Ne, das muss man ja erst finden, ne? Irgendwie, ja. Da kann man ja eine Map öffnen. Ja. Darüber kann er nicht steigen. Scheiße, kannst du durchkrabbeln, glaube ich. Unten. Ja. Elegant. Ja. Drink water? Na, okay, brauchen wir nicht. So, und in Städten immer leise verhalten und Obacht geben, ne? Obacht, ja, das Wichtigste. Oh, kannst du hier ein Ventil öffnen? Na gut, es würde auch wahrscheinlich bloß Wasser freisetzen und wir haben ja hier genug. Wenn man jetzt hier durchs Wasser läuft, dann macht man auch mehr Geräusche als normal, oder? Ja, also ja, das wäre cool, wenn die hier noch so einen Balken rangesetzt hätten, hier so ins HUD. Also man hatte wirklich keine HUD eigentlich. Ja. Außer den Punkter. Ja, und den Sachen, dass er sagt, hier, yo, ich hab Durst. Ja, aber dass er halt na, so einen Balken hier unten in die Ecke hätten knallen können, so, wo ja, wie bei die der Lautstärke. Ja. Genau, wie bei der Mod. Da wurde ja auch noch dein Blutwert angezeigt, also wie viel Blut du hast. Also ich hoffe, das kommt alles noch. Also es wäre echt schade. Vielleicht kann man es auch einstellen, aber ich bin jetzt zu faul. Also es wäre nicht schlimm, es wäre jetzt so wie bei, wie hieß das, Outlast. Da war ja auch komplett kein HD, glaube ich. Ja, bis auf die Kamera, wenn du die drauf hattest. Ja, na gut, ja. Da stand auch bloß HD und sonstiges. Ja. Zombies sehe ich hier jetzt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das schon hier als... Wow, da haben wir... Ja. Ist das ein Überlebender? Ah, nee, das ist ein Überlebender, geil. Hi, hey, Junge. Musst du aufpassen? Tschüss, Junge. Tschüssi. Sag mal, was will der denn, Alter? Wollen wir ihn umbringen? Na, okay, Alter. Er hat bloß geguckt, ob wir ihm folgen. Wollen wir ihm folgen? Also, falls das einer von euch war, ne? Wir hatten nie vor, euch umzubringen. Nö, nö. Nicht überlegt. So, die haben eine Hundehülle, die müssen auch bestimmt Wasser drin haben oder was zu essen. Hundefutter, ne? Alter. Würde ich essen in einer Türen. Apokalypse. Ja, hier ist nichts. Also wirklich schön hier in jeden Winkel der Wohnung schauen. Oh, hier kann man eine Tür öffnen. Hier muss da was drin sein. Sehr, sehr gemütlich hier alles eingerichtet. Also Inneneinrichtungen kennen die Jungs nicht. Ja, aber immer noch besser als bei der Mod, da war ja wirklich... Ja, da war wirklich gar nichts. Also hier sind ja wirklich Stühle. Das sieht wirklich geil aus, finde ich. Also so das Charaktermodell, das ist echt
detailliert. Vor allem habe ich jetzt richtig Bock, dort hinten in den Wald zu laufen jeden. Und aber erstmal essen, trinken, suchen. Hier kannst du, glaube ich, auch mal rein klettern, wenn du nicht. Naja, über den Zaun, also, glaube ich, nicht. Hüpfen. Warte, kann man mit V auch so hüpfen? Nee, das steigt immer, macht immer so einen Schritt. Coolen Schritt hier. Einmal Müll. Ah, Fernsehen. Weiß man eigentlich, zu welcher Zeit das spielt? Also, das ist ja jetzt hier russisches Kleindörflein hier. Es gibt ja ein DayZ, was irgendwie 2070 heißt oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was da jetzt anders ist, ob du da Laserwaffen hast oder so ein Schmarrn. Zumindest heißt es so. Wie hieß denn diese verpeilte Mod Day Wars? Ne, wie hieß das? War das auch DayZ? Das neue? Ne, was war denn das hier? Was so übelst schlecht war. Bei GameStar hatten die das auch mal durchgenommen. eine Mod. Das war, ich weiß gar nicht, ob das DayZ war, aber das sah scheiße aus. Also, wie hieß war das so von oben, auch mit Zombies? WarZ hieß das, glaube ich, oder so. Ach so, ja, genau. WarZ. Ja, also, stimmt. Nee, das war echt übelst schlecht, also. Ja, stimmt. Das. Ding, ding, ding. genau, die wollten ja auch so wie World War Z und genau. So diese ganze Schmarrn auf den Zombie-Train einfach mal aufhüpfen. Aber das haben sie ein bisschen verpeilt, also nicht nur ein bisschen, das war echt. Es war ja auch MMO, aber hatte ja irgendwie bloß eine übelst kleine Karte. Das war ja klein, zwar mehr Zombies, aber. Ja. Wenn ihr für die Treppen drüber steigen musst, das. Springen könnten sie echt noch mit einfügen, also das ist ein bisschen schade. Hier sind wir wieder in dem gleichen Raum wie vor uns. Bloß, dass hier nichts rumliegt. Ja gut, solche Räume sehen eigentlich schon ganz atmosphärisch aus. Sehen cool aus, also wie so ein Gasthof, ne? Fliegende Schuhe. Oh, geil, Schuhe. Geil, können wir damit fliegen? Wir wollen Schuhe. Hallo. Wir wollen Schuhe! Solche geilen Wanderstiefel, Alter. Nee. Vielleicht liegen sie auf dem Boden und wir müssen sie auf dem Boden aufnehmen. Oh, du guckst mal hinter. Da ist das noch. Oh! Noch ein Rucksack, aber wir haben noch schon. Der sieht schnieke aus. Wollen wir den nehmen statt den anderen? Ja, brauchen wir nicht, ne. Ja, stimmt, ist dann wieder zu umständlich, das aus dem Inventar zu kriegen. Hier ist Blut auf dem Boden. Schränke können wir irgendwie auch nicht aufmachen. Ne. Legen wir uns mal hin und gucken, ob unter dem Bett was ist. Nein. Zumindest hat unser Herr Kompane hier noch keinen Hunger und noch keinen Durst schon wieder. Ja. Hoch konnte man nicht, oder? Die Tür war ich glaube, die zweite Etage, ja, die ist nicht. Ist die erste Etage. Da ist auch keine Klinke. Ja. Oh, das ist echt schade, dass man die Schuhe nicht aufnehmen kann. Was haben wir eigentlich für Schuhe? Barfuß? Ne, wir haben auch Schuhe an. Ah, solche normalen Boots. So, ich würde mal sagen, ein Haus durchsuchen wir noch und dann machen wir erstmal Schluss mit Part 1 und im nächsten. Nehmen wir das hier? Waren wir ja schon? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Überblick. Schon die Orientierung verloren. Ja. Ne, hier waren wir noch nicht. Wir sollten uns irgendwie aneignen, dass wir bei jedem Haus, was wir durchsucht haben, die Tür zumachen. Ist auch nichts drin. Was geht denn? Weil das ist auch was ich mich frage. Sind die alle abgehauen und haben alles mitgenommen? Oder sind das die Zombies, die hier rumlaufen? Und wenn ja, wer sind dann wir? Weil wir müssen ja auch irgendwo herkommen. Ja. Kein Plan. Fragen über Fragen. Also da hoch können wir nicht. Oh ja, hier geht's hoch. Ah, na gut, aber es sei ja der Story-Modus. Ich weiß nicht, ob der wirklich kommt. Zumindest wollten sie ein paar kleinere Aufgaben noch einfügen und vielleicht wird da ein bisschen Geschichte erzählt. Okay. Also so habe ich's gehört. So, war das dann schon das Haus? Wow. Boah. Ja, naja, guck mal hier bei dem Auto noch. Ja, irgendwie. Nö. Das ist noch gut, ne? Stimmt, Autofahren, geht das in der Alpha? Das weiß ich nicht.
Kein Plan. In der Mod kannst du ja dann sogar schon Jet und alles fliegen. Ja. Helikopter und alles. So, würde ich sagen, stellen wir uns mal hier hin. Die drei Häuser hier hinten, die zwei grüne, das gelbe haben wir noch vor uns. Jo. Ja, muss schon sagen, also ich finde es echt schick. So die Holztexturen. Ja, ich weiß. Wenn man nah rangeht, sieht man es vielleicht ein bisschen matschig aus. Ich finde es auch von den Farben, sieht das echt schick aus. Also, ja. Ja. So, hoffentlich finden wir dann in der nächsten Folge mal irgendwas zum Kämpfen. Ein bisschen Nahrung, damit wir uns ja, genau. in den Wald wagen können. Vielleicht auch schon die erste Feuerwaffe. ja. Ja, das wäre zu schön. Wir schauen mal, was es für Möglichkeiten in der Alpha gibt. Ja. Und vielleicht ist bis dahin auch schon das nächste Update draußen. Ich habe jetzt Angst, dass wir hier rumstehen und währenddessen ein Zombie ankommt. Jo, und dann sehen wir uns hoffentlich in Part 2 wieder. Jo, bis dahin.